Servus Leute, ihr seht es vielleicht schon an der Kleidung, heute gibt es ein Tarnvideo. Und zwar mit dem Tarp. Geil. Man ist hier immer das Trebo 3 Meter DD Hemmungstarp dabei und damit werden wir euch jetzt drei Tarp-Varianten präsentieren. Und am Ende werden wir das Ganze mit Laub und kleinen Zweigen abdecken, dass man es eben nicht erkennt, um halt die Struktur zu verändern. Genau, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal. Für die erste Variante haben wir uns diesen Baum ausgesucht. Das Ganze wollen wir dann in diese Richtung abspannen, nach hinten, und dann halt mit Laub tarnen, sodass man es von dieser Richtung nicht erkennt. Genau. Das Ganze wollen wir möglichst flach auch abspannen, sodass es wirklich halt sehr unwahrscheinlich zu erkennen ist. Genau, dann fangen wir mal an. Wie immer der Topsegel-Schurzsteg. Okay, wenn ich das jetzt... Wir haben uns jetzt die Birke hier abgesägt, auf die ungefähre Höhe, wie wir es denn am Tarp nachher haben wollen. Enrico bricht hier gerade die Kanten vom Holz, dass wir uns das Tarp nicht kaputt machen. Und dann schauen wir mal. So, der Plan ist, als allererstes mal ein gewisses Volumen hinzubekommen und es so abzuspannen ungefähr, dass man mal grob eine Ausrichtung hat. Das machen wir jetzt mit Heringen. Man könnte jetzt natürlich auch schnitzen aus kleinen Stöcken, aber wir holen jetzt einfach, weil es schneller geht, die Heringe aus Stahl. Vielleicht auch nicht zu stramm, das können wir nachher noch versetzen. Ne? So, damit das Ganze natürlich nicht zu geradlinig aussieht in der Natur, wollen wir die Seiten ein bisschen abrunden. Dazu klappen wir einfach nach innen das Tarp ein bisschen ab, dass wir so eine leichte Rundung hinbekommen. Um dann die geradlinige Struktur hier noch ein bisschen umzuformen, gehe ich jetzt rein und versuche den Stamm aufzuspannen, sodass wir eine kleine Wölbung bekommen. Hier haben wir jetzt den abgerundeten Birkenstamm. Den werden wir jetzt einsetzen, aber zur Sicherheit legen wir noch einmal vom Tarp die Schutzhülle drum. Zur Not geht auch eine Socke. So, jetzt hat das Ganze schon eine leichte Wölbung, sieht aber immer noch nicht optimal aus. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen umüberlegen, dass wir da noch kleiner strukturierter sind. Wir haben jetzt immer hier von der Ecke aus bis nach vorne einmal das Tarp nach innen umgeklappt und werden jetzt von innen den Stamm reinlegen. Genau, dafür haben wir schon wieder uns eine Birke rausgesägt auf die richtige Länge. Dann auf der anderen Seite. Jetzt das Tarp soweit aufgebaut. Mal gucken, wie es wird, wenn wir es abtarnen. Jetzt kommt erstmal die BW Elefantenhaut rein. Ganz wichtig, Äste sind nicht gut für den Rücken. Ihr seht schon anhand der Größe, das hier ist für zwei Personen gedacht. Oder halt eben für eine Person, die ein bisschen mehr Platz will oder braucht. Man kann sich dann dort links hinlegen oder rechts, wie ihr halt wollt, und dann
eventuell noch Rucksack oder Stauzeug noch mit reinpacken oder halt zu zweit ein Overnight, der ganz entspannt. Also man hat auf jeden Fall eine Menge Platz. Und jetzt würde ich sagen, wird das Tarp abgetarnt. So, das erste Tarp steht. Man ist jetzt fertig getarnt. Wie zufrieden bist du? Ich bin schon sehr zufrieden. Also ich war eben schon da hinten in die Richtung gegangen und ich habe es von da hinten nicht mehr erkannt. Also ja, jetzt testen wir das Ganze mal noch auf verschiedene Meter und Distanzen. Genau. Und dann gucken wir mal, wie es wirkt. Natürlich ist klar, von hier sieht man es halt. Ne? Da könnte man jetzt theoretisch noch was hier vorne packen, dass man wirklich schon einen kleinen Eingang hat, aber uns reicht es jetzt so. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu den Distanzen. Da sieht man das Tarp. Und wir gehen jetzt hier hinten in die Richtung. Mal ein paar Meter. Also ich mache jetzt mal einfach mal so um die 20 Meter. Und dann gucken wir mal, ob man es noch erkennt. Also Leute, von hier aus sieht man es schon kaum noch. Also man sieht zwar hinten, dass da so ein Hubbel ist, aber es sieht eigentlich aus wie nur so ein paar Äste hingeworfen. Ich gehe mal noch ein Stück weiter weg. Und ich sag's euch, man sieht gar nichts mehr. Ein Tarp wird ja auch immer so gebaut, dass man es aus der Entfernung kaum sieht. Klar, wenn man näher dran geht, dann sieht man es trotzdem immer. Ist einfach immer nur wegen Wanderern, Spaziergängern oder sowas, dass die das Ganze eher weniger aus der Entfernung sehen, dass man da halt geschützter ist. Ja, Freunde, das ist es. So, das ist die Seitenansicht von rechts. Enrico filmt hinten die Distanz, ich hier vorne. Das hier sind jetzt ungefähr 5 Meter. Ungefähr, plus minus. Hier sind wir so ungefähr bei 20, 30 Meter. Ne? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es gefunden habt. Gut, die Richtung ist ja klar. Aber man sieht schon, von Weitem sieht man schon eher weniger. Das ist schon richtig geil. Hier nochmal eine ganz andere Perspektive. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr wisst, wo. Das war die erste Tarp-Variante. Vom Platz her muss ich ehrlich sagen, nach hinten ist klar, wegen dem Gewicht vom Laub und den Ästen. Es ist halt sehr eng. Ne? Man hat hinten mit den Füßen, ich bin ehrlich, ich stehe mit den Füßen quasi mit den Zehen nach unten und mit der Ferse nach oben. Und das Ding ist, es ist von der Beweglichkeit her, also ich kann schon das Tarp hochdrücken mit den Füßen. Aber für eine Nacht im Schlafsack im Sommer ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Man hat halt hier sehr viel Platz. Wie es jetzt aussieht mit dem Regen, das müsste man halt alles testen, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Also wir können fürs erste Tarp, wo wir getarnt haben, können wir uns eigentlich nicht beschweren. Ganz schön Liegestütze machen. Sag ruhig. Können Sie bitte rausgehen? Wo? Aus meinem Eugentum. Eugentum? Eugentum aus dem Können Sie aus meinem Eugentum raus? Oh, du Wenn der draußen ist, hat man natürlich auch Platz. Man ist hier die zweite Variante schnell aufgebaut.
Diesmal haben wir darauf geachtet, dass wir noch mehr die Kanten brechen, also noch mehr Krümmungen drin haben und zwei Holzblöcke, genau. Also Holzstämme. Im Prinzip ist es dieselbe Variante wie eben die erst gezeigt hat, nur dass man halt die Öffnung zum Baum hat, quasi, dass es dann ein bisschen verschlossener ist, also der Eingang vom Tarp bzw. Shelter. Und innen hat man dann die zwei Stämme, natürlich auch die Kanten getroffen. So, kommen wir nun zur Tarnung. Genau. Auf jetzt geht's. Klatsch mal wieder alles drauf. Geil. 10 Stunden Arbeit. Ganz klar, ich habe mir jetzt hier den Platz extra an den Bäumen ausgesucht, weil wenn man sich an Bäumen hält mit dem Tarp und viel außen rum ist, das tarnt einfach noch mehr und deckt einfach noch mehr ab, das Ganze. Ich weiß nochmal, aber es ist halt so, ne? Nee, Spaß, weil mal jetzt schreibt mal wirklich in die Kommentare, welches Tarp wirklich besser abgetarnt ist. Ja, ich denke, das zweite Tarp ist besser, definitiv. Das ist unser Tarp. Hat er gesehen, Alter? Die Erde! Ja, so ein bisschen catchen. Was denn da? Im Wolfsrudel muss man natürlich auch zeigen, wer das Alpha-Männchen ist, ne? Ganz klarer Fall, ne? Round 2! Nee, reicht. Nein, Spaß beiseite, Freunde. Weiter geht's. Ja. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema zurück. Schauen wir uns das Elmo, das Tab, Elmo rundum und dann noch Elmo von vorne und von innen natürlich schon an. Durch die beiden Stämme. Jetzt machen wir einen kleinen Speedtest, wie schnell ich rin und rauskomme. Naja, der kriegt gerne einen kleinen Löcher. Mega, oh, geil. Mega geil. Mega geil. Also kommst du zwar hinten mit den Füßen, auch mit den Fersen hier dran ans Tarp, ne? Aber du hast halt trotzdem viel mehr Volumen hier drin als in der anderen Variante. Aber ich denke mal so, dass hier wirklich jetzt nur für eine Person reicht. Ja. Ne? Also man kann sich zwar hier noch ein bisschen so was verstauen, Rucksäcke oder sowas kann man hier auch noch hinkriegen. Aber ansonsten... Also ich muss sagen, die Variante ist geiler. Jetzt sind wir wieder so bei 20 Metern ungefähr. Klar, wenn man natürlich weiß, wo das Tarp ist, ne, dann hat man schon ungefähr eine Richtung, aber so sieht man es eigentlich gar nicht. Wieder eine andere Perspektive. Es ist wirklich schon geil. Also man sieht da wirklich gar nichts. Hier in der Richtung ist es, also da wo der Baum ist. Umso näher man rangeht, ist klar, jetzt erkennt man wirklich schon, ja, da ist irgendwas, ja, aber geil. Wir haben wie immer das Ende unseres Videos erreicht. Wir hoffen, euch haben die zwei Varianten gefallen. Probier es gern selbst mal aus. Ich muss sagen, die zweite Variante war definitiv geiler. Vor allem haben wir da weniger Laub drauf gepackt, was dazu geführt hat, dass es nicht so viel runtergedrückt hat. Also man hatte mehr Volumen in dem Tarp.
Und das war halt schon geil. Ja, durch die zwei Stecken, wo drin sind, hat man ja sowieso viel mehr Freiraum drin gehabt. Mehr Platz gehabt, ja. Von daher. Ach, gut abgezahnt wegen den Bäumen hinten dran. Das war schon echt gut gewesen. Genau. Das andere, die andere Variante war auch gut. Vor allem hat man da 8 zu 2 gut drin gepasst. Passt, ja. Ja, also allein würde ich immer diese Variante vorschlagen. Beziehungsweise noch andere, aber. Ja, klar. Das ist so die Basic. Es gibt ja 1000 Varianten, die man einen Tarp ausspannen kann. Ja. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Like und Abo da, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. In diesem Sinne, haut rein! Skrr, skrr! Ah, du Skrr, skrr! Du hast gar keine Ahnung, ne? Ja, das Ding ist, ich wollte so eine richtig coole Variante machen. Du würdest aus wie so eine Höhle neuer. Der hat gar keine Ahnung, Alter. Dieser Schwätzer, Alter. Mit dem gehe ich hier eigentlich in den Wald, Alter. Ich schwör's dir. Da wäre ich schon gar nicht besser dran, Alter. Ich hätte jetzt einfach gesagt, wir binden das dort dran, ja. Und dann machen wir das hier so flach, fertig. Und dann machen wir neuer noch eine andere Variante. Wenn ja, du doch, mal, doch, 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 das ist gut. Wenn du mal wäschst. Das sieht sogar gekonnt aus. Ja.